Liebe Montagsdemonstranten, der Verein Gesellschaft für Bildung und demokratische Teilhabe bietet am 19.10. einen weiteren Vortrag an zum Thema Freiheit, und zwar von dem Professor Peter Gerzen aus Hamburg. Ich will kurz verlesen, wie er seinen Vortrag angekündigt hat. Der Vortrag Freiheit als Bestimmung des Menschen, Gefährdungen in dramatischer Zeit, untersucht das Wesen der menschlichen Freiheit anhand des Alten Testamentes, wobei sich eine große Erklärungstiefe ergibt. Dabei wird gezeigt, dass unsere Welt mit den Merkmalen Raum, Zeit und Bewusstsein Aufforderungscharakter für die Menschen hat, sich zur Freiheit zu entwickeln. Die Gefährdungen der Freiheit in unserer dramatischen Zeit werden unter anderem untersucht anhand eines Zitats aus dem Roman 1984 von George Orwell. Die Bewusstwerdung der Mechanismen der Angriffe auf die Freiheit erweist sich als wesentliches Mittel, sich ihrer zu erwehren. Und Professor Gerzen wird uns helfen, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und ich kann nur sagen, der Professor Gerzen hat sich lange Zeit mit den Grenzgebieten von Religion, Philosophie und Naturwissenschaft beschäftigt, hat etliche Bücher geschrieben, die sich mit ethischen Problemen befassen. Das wird ein spannender Vortrag werden. Ich möchte darauf hinweisen, diesmal ist er nicht im Kronprinz, sondern in der Brückstraße 5. Dort ist ein größerer Raum. Und wir machen das gemeinsam mit dem Verein Caleb. Alle sind herzlich eingeladen. Ja, Gunther nochmal, vielen Dank. 19 Uhr. 19. 19 Uhr. 19.19 Uhr.